Hallo Kartsportfreunde, Besucher und Abonnenten meines Kanals. Heute gibt es mal wieder was Neues von der Indoor-Kartbahn in Wuppertal. Am 5. Juni hat ein SWS Sprint Cup Rennen stattgefunden und es war wieder mal volles Haus. 13 Starter waren unterwegs und mittlerweile ist es normal, dass die Rennen sehr früh ausgebucht sind. Und das enge Fahrerfeld mit den 13 Top-Fahrern war wieder mal ein tolles abendliches Rennevent. Und das Bahnteam und die Rennleitung haben natürlich wieder mal einen großartigen Job vorher gemacht. Wir haben die Soli SR5 mit ihren 8,5 PS optimal vorbereitet. Der SWS Sprint Cup in Wuppertal besteht aus 3 Einzelläufen, die separat gewertet werden. Und jeder Lauf dauert ca. 14 Minuten auf der rund 440 Meter langen Asphaltstrecke. Und bevor es in die Startaufstellung geht, wird ein Qualifying gefahren. Für das Qualifying dienen 4 gezeitete Runden. Und erst dann geht es in die Startaufstellung. Gestartet wird fliegend oder mit Ampelstart, jeweils in die normale, sowohl in die entgegengesetzte Richtung. Wir fahren mit einem Mindestgewicht von 90 Kilo. Das heißt, wenn du zu wenig auf die Waage bringst, dann musst du mit Ausgleichsgewichten die Differenz ausgleichen. Ausgleichsgewichte stehen auf der Kartbahn ausreichend zur Verfügung. Jeder Fahrer wird nach dem Rennen gewogen. Wenn du zu wenig Gewicht auf der Waage hast, dann bekommst du eine Strafrunde und damit wäre dein Rennen zerstört. Ja, und dann geht es jetzt auch schon los mit dem ersten Lauf. Du siehst hier die Formation Lap und die Formation Lap bedeutet, dass wir fliegend starten werden. Ich bin mit Kart Nummer 12 von Platz 8 ins Rennen gestartet. Vor mir fährt der Björn und der Polesitter zieht jetzt das Tempo an. Das Feld geht jetzt über die Start- und Ziellinie, das Rennen ist gestartet. Die schnellste Rennrunde im Lauf 1 wurde mit einer 30.469 gefahren. Meine schnellste Rennrunde war eine 30.810. Hier siehst du Björn, wie er mir ein Zeichen gibt, dass ich ihn überholen darf. Ich skippe jetzt etwas nach vorne und zeige dir meinen Pitstop. Ich hebe die Hand und gebe dem hinter mir fahrenden Verkehr ein Signal, dass ich in die Box fahre. Ich drücke den Buzzer und warte, bis das rote Licht erloschen ist. Danach füge ich mich auf die Strecke ein. Ich skippe wieder etwas nach vorne. Das Rennen war für mich unspektakulär. Die meiste Zeit bin ich allein gefahren. Ins Ziel bin ich auf Platz 7 gekommen. Einen Platz gewonnen. Und weiter geht's mit Lauf 2. Lauf 2 ist in die normale Richtung gestartet worden mit einem Ampelstart. Ich bin zwar von der guten Seite gestartet, rechts neben mir stand der Colin, aber Colin ist sofort links rüber gefahren und hat mir keinen Raum gelassen, ihn zu überholen. Hier bekomme ich einen leichten Schubser von hinten, rutsche auf das Heck von Colin, ist aber weiter nichts passiert und das Startgerangel hat sich hier beruhigt. Mit Kart Nummer 3 bin ich von Platz 6 gestartet. Ich kann am Feld ganz gut dranbleiben und habe mir überlegt, ziemlich früh an die Box ranzugehen, aber leider fährt der Colin vor mir schon ein. Also bleibe ich am Feld dran und schaue, wie das Rennen so verläuft. Um rechts blende ich dir mal den Link vom letzten SWS Sprint Cup ein. Schau da einfach mal rein. Ich kann ganz gut dranbleiben am vorderen Feld und befinde mich momentan auf Platz 4.
Ich glaube, ich kann etwas schneller fahren wie der vor mir fahrende IMT. Und ich hätte gerade eben an die Box rangehen müssen und hätte meinen Pflichtstopp absolvieren müssen. Den Pflichtstopp muss jeder machen. Aber den Pflichtstopp kann sich jeder Fahrer frei aussuchen, wann er ihn nutzt. Im Lauf 2 wurde die schnellste Rennrunde mit einer 30.669 gefahren. Meine schnellste Runde war eine 30.980. Ich muss jetzt an die Box fahren und meinen Pflichtstopp absolvieren. Ich verliere zu viel Zeit hinter Jan T. Aber da gibt Jan T. das Zeichen, dass er seinen Pitstop macht und ich bleibe weiter draußen. Und versuche jetzt auf Sven aufzuschließen. Es gelingt mir auch ganz gut, auf Sven aufzuschließen und ich mache jetzt meinen Pflichtstopp. Gebe das Handzeichen, fahre in die Box, drücke den Buzzer und dann springt die Ampel auf Rot. Abwarten, bis die Ampel ausschaltet bzw. auf Grün schaltet und in den fließenden Verkehr einreihen. Ja, und was passiert da? Jan P. zieht an mir vorbei und ist direkt vor mir. Jetzt heißt es, sich langsam an Jan ranzuarbeiten und versuchen, ihn zu überholen. Vor uns deutet sich ein Überrundungsmanöver an. Vielleicht ist das meine Chance. Und unten in der Beschreibung findest du natürlich wie immer den Rennbericht. Der Rennbericht ist ja wie immer aus meiner Perspektive geschrieben und spiegelt nicht unbedingt das gesamte Renngeschehen wider. Oben rechts blende ich dir den Link von René ein. Auf Renés YouTube-Kanal findest du weitere Rennen von der Indoor-Kartbahn in Wuppertal. Schau da einfach mal rein. Vor mir hätte jetzt der Fahrer zum Zünglein an der Waage werden können, aber der absolviert seinen Pitstop und ich hänge nach wie vor direkt hinter Jan. Ich habe mal etwas nach vorne geskippt, denn so ging das die ganze Zeit. Ich habe es wirklich versucht, Jan zu überholen, aber so richtig in Position war ich nicht. Es gab ein paar Passagen, da war ich schneller. Und dann gab es wieder andere Passagen, da kam Jan einfach besser aus den Kurven raus. Ob ich es tatsächlich geschafft hätte, auch wenn das Rennen länger gedauert hätte, ich weiß es nicht. Und wenn du es noch nicht schon längst gemacht hast, dann abonnier doch meinen Kanal. Mit einem Abo lässt du meinen Kanal wachsen. Und du wirst informiert, wenn du sogar die Glocke aktivierst. Du möchtest mal beim SWS Sprint Cup Rennen auf der Indoor Kartbahn in Wuppertal mitfahren? Dann ist doch jetzt die beste Gelegenheit. Geh auf die Homepage der Soli World Series und suche die Kartbahn in Wuppertal. Dort findest du alle Rennen und buch jetzt deinen Platz. Die Renncards auf der Indoor-Kartbahn Wuppertal sind optimal abgestimmt und verfügen über 8,5 PS. Mit den Soli SR5 erreichen wir auf der Geraden eine Spitzengeschwindigkeit bis zu 66 Stundenkilometer.
Ja, und da deutet sich ein weiteres Überrundungsmanöver an. Vielleicht ist das jetzt meine Chance, dass ich mir irgendwie den Jan schnappen kann. Das Bahnpersonal schwenkt die blaue Flagge und zeigt dem Fahrer an, dass sich ein schnelleres Feld nähert. Ja, der Fahrer hat fair Platz gemacht und weiter geht's. Ich bleib dran am Jan und irgendwie muss es mir gelingen, wenn es auch die letzten Schlussminuten sind. Ich muss irgendwie am Jan vorbei. Ja, gelungen ist mir das natürlich nicht, am Jan vorbeizukommen. Gestartet von Platz 6 ins Ziel, auf Platz 4 gekommen, zwei Plätze gewonnen, kein schlechtes Ergebnis. Lauf 3, der letzte Lauf heute Abend am 5.6. Gestartet bin ich mit Kart Nummer 11 vom Platz 2. Du siehst hier die Formation Lap und die Formation Lap heißt wieder: Wir werden den Start fliegend ausführen. Kart 11 hat optimal zu meinem Fahrstil gepasst. In der Qualifikation habe ich schon gemerkt, das kann was werden. Das hat unheimlich gut gelegen. Aber wenn du meinst, dass du dir die Kartnummer merken kannst, weil du ein gutes Kart hattest, von Veranstaltung zu Veranstaltung werden die Kartnummern ausgetauscht. So ist es den Fahrern unmöglich, sich das Kart zu merken. Hier geht es jetzt über die Startziel und das Rennen ist gestartet. Ich versuche zwar an den Führenden dran zu bleiben, aber das gelingt mir nicht. Der Führende fährt in seiner eigenen Liga. Ja, und ich skippe etwas nach vorn, weil weiter nichts passiert ist. Du siehst hier meinen letzten Boxenstopp, den ich ausführe und dann geht es weiter auf die Strecke. Ich schaue mich um und bin da etwas erstaunt. Ich war Zweiter und muss mich jetzt weiter hinten einreihen. Irgendwo habe ich auf der Strecke Zeit liegen lassen oder ich habe meinen Boxenstopp zu langsam ausgeführt oder wie auch immer. Auf der Strecke konnte ich dann nichts mehr reißen. Ich konnte nicht mehr an das vordere Feld ranfahren. Gestartet von Platz 2, ins Ziel gekommen auf Platz 5. Drei Plätze verloren. Nicht so ein tolles Ergebnis. Das muss unbedingt besser werden. Und da bietet sich schon die nächste Gelegenheit. Am 3.7. findet das nächste SWS Sprint Cup Rennen auf der Indoor Kartbahn in Wuppertal statt. Vielleicht bist du auch dabei. Wir sehen uns. Ich bin dann jetzt aus und ciao.